Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Age of Mythology, The Gold Gift. Jo, das ist die zweite und wahrscheinlich auch letzte Aufnahmesession für die goldene Gabe, da wir schon in der letzten Mission angekommen sind. Was aber nicht schlimm ist, weil wir haben ja noch dann die richtige Erweiterung. Aber dazu dann in der nächsten Aufnahmesession. Wir starten jetzt Lokis Tempel. Dies hier sind Lokis Berge, Bruder Eitri. Wir müssen vorsichtig sein. Dort ist er, der große goldene Eber. Lokis Trabanten mögen ihn verteidigen, aber er gehört Freier. Lasst uns eine Streitmacht aufstellen und unser Geschöpf zurückerobern. Jo. Es heißt, dass die Götter von Asgard all diejenigen belohnen, die die Tempel Lokis in diesen Bergen zerstören. Ach, wirklich? Lasst uns das gleich in dem Tempel da drüben ausprobieren. So, ich mache schon mal ein bisschen Grundversorgung hier. Okay. Also ja, wir sind bereits im mythischen Zeitalter, wie man hier oben erkennen kann. Wir können also schon alles erforschen, alles machen, was uns so in den Kram passt. Noch ein Nahrungssammler. Erst einmal. Nein, du kommst hier raus. Okay. Gut. Ja, den Tempel einreißen. Und noch mehr Zwerge ausbilden. Also ja, wir sind im mythischen Zeitalter. Alle Forschungen stehen noch auf Null. Ja. Netterweise. Und wir haben halt keine mythischen Fähigkeiten. Deswegen, wenn wir so einen Tempel einreißen... Genau, wie ich sagte, Odin hat uns die große Jagd gewährt. Auch ein blindes Huhn findet man ein... Ja, der super Sarkasmus. So, noch ein Ochsenkarren. Du könntest mir eigentlich fast schon eine zweite Kaserne errichten, aber ein Tempel finde ich wichtiger. Und mit der großen Jagd können wir hier zum Beispiel auf die Tierchen zielen. Und mit den berittenen Stoßtrupps, die wir hier haben, das Gebiet ein bisschen weiter erkunden. Wobei wir das erstmal lassen sollten. Oh, da kommt schon mal ein Heer hier. Und irgendwer schreit da wie ein Affe. Gut. Okay. Das können wir erforschen. Das können wir erforschen, dass wir besser jagen können. Du hast eine Quelle beschworen. Wir haben bereits eine Schmiede. Wir brauchen noch zwei Holzfäller und einen Nahrungssammler. Fürs Erste. Dann sollten wir am besten erstmal unsere Kavallerie verbessern. Und ja, dass der ein Heer hier da rumgelatscht ist, bedeutet in der Nähe ist ein Tempel. Genau. Weil die meisten Tempel hier von mythischen Einheiten bewacht werden. Sichtweite für Gebäude ist auch nicht verkehrt. Und jetzt die Erweiterung für Einheiten. Und noch ein paar Aufsergs fürs Gebäude bauen. Mit der großen Jagd gesegnet.
Ja, die können wir gleich nochmal hier anwenden. Gut. Jetzt ist hier genug Zeug zum Jagen, sobald die Bärenbüsche alle sind. Wo ist mein zweiter Bauarbeiter? Zwei habe ich gerade. Wo ist der dritte? Der ist dem anderen Ulfserk hinterhergerannt. Okay. Bau mir mal hier oben. Irgendwo geht's nicht. Einen Hafen, wollte ich sagen. Ich könnte hier einen bauen für den einen Fisch, aber... Nee. Erst einmal 5 Hersen. Ach nee, halt. Was ist da oben nochmal gewesen? Also erstmal unsere Wirtschaft stärken. Das ist meiner Meinung nach mit Abstand das Wichtigste. Und natürlich auch unsere Einheiten selber ein bisschen verstärken. Da liegt eine Reliquie. Ja, Wälle und Türme sind kostengünstiger. Das kannst du gleich mal einsammeln, weil wir werden ein bisschen was an der Verteidigung hier schrauben. So. Ihr könnt erstmal da unten jagen gehen. Da seid ihr nämlich etwas außerhalb vom Schuss. Du hast die Reliquie, bring sie zurück. Hier oben ist nichts. Herdentiere brauchen wir nicht unbedingt. Wir könnten mal die beiden Sachen verbessern. Und das wäre eine grundlegende Verbesserung in Gold und Holz haben. Und da wir sowieso so viel Gold und Holz haben, mache ich mal die Verbesserung. Dass wir wenigstens gegen Fernkampfangriffe etwas geschützt sind. So, da ist eine Goldmine. Da sind meine Zwerge an der Arbeit. Das kostet alles Nahrung, dann mache ich mal das hier. Und da oben ist noch ein Tempel. Diesmal mit 2 Einherieren. Und wieder schreit irgendeiner wie ein Affe. Ich weiß nicht, ob das Eitri ist oder ob das die Einherier sind, die so schreien. Ebenfalls kosten sie mich ein paar berittene Stoßtrupps. Was aber halb so schlimm ist. Und hier werde ich als erstes eine Mauer errichten. Den Zauber der Flammenwaffen gesandt. Jo, Flammenwaffen, sehr schön. Also ja, hier werde ich als erstes mal eine Mauer errichten. Du gehst etwas näher in die Mitte. Dann die Verbesserung fehlt uns noch. So, Lebenspunkte von den Wellen aufwerten. Und macht das Ding nicht Welle und... Achso, Welle und Tore kostengünstiger. Naja. Okay, das kostet etwas mehr Holz. Da wir eh mehr Holz brauchen, erhöhe ich mal die Anzahl meiner Holzfäller von... 5 auf 8. Tilbuin. Satt. Jau. So, Mauer ist errichtet. Jau. Wir stoßen mal mit den Truppen weiter vor und fangen an, eine Verteidigungslinie zu bilden. Das wäre... auch ein ziemlich guter Plan. Und die sind schon im heroischen Zeitalter. Das heißt, uns wird auch irgendwann die Zeit knapp, dass sie es anfangen, sich zu wehren.
Also ja, hier werden wir dann erstmal eine Verteidigungslinie hochziehen müssen an der Stelle. Ja. Eine ordentliche. Samsicht. So. Ah, bessere Infanterie. Erstmal die Verbesserung. Und bessere Waffen. So. Und Rüstung natürlich. Wenn wir schon eine Zwergenschmiede haben, sollten wir das auch ausnutzen. So, hier unten ist die große Jagd gleich abgelaufen. Beziehungsweise der letzte Elch wird geschlachtet. Und ja, am liebsten würde ich erstmal das Dorfzentrum hier befestigen. So. Jetzt können wir das große Ding hier jagen. Während ihr nach einer geeigneten Stelle für einen Hafen suchen könntet. Da ist jede Menge Gold. Also noch eine Goldmine. So, ihr. Dorfzentrum befestigen. Hier, guckt mal hier weiter. Hier wäre Platz für einen Hafen. Dort könnten wir sowieso einen Hafen nachher gebrauchen. Und hier oben ist nichts. Außer Wald. Gut. Mach mal Axtwerfer. Und ich kann keine Axtwerfer, weil ich nicht genug Wohnraum habe. Aber den kriege ich gleich. Wie sieht's mit Häusern aus? Ich habe 2 Häuser gerade mal. Mach mir nochmal einen Alfserk hier. Das wäre ein 5er Bautrupp haben. Der baut uns dann erst einmal ein paar Häuser. Ja, bis jetzt 3 Stück. Und da kommt auch schon der erste Angriff, von dem ich gesprochen habe. Wow. Okay. Das sind viele. Vor allem sind das auch viele Trolle und so. Und Axtwerfer. Was hast du erwartet, alter Mann? Wirst du langsam senil? Ja, die haben nichts Besseres zu tun, als sich zu streiten. Ja, und? So, ein paar von den Axtwerfern aus dem Weg schaffen, die Trolle aus dem Weg schaffen. Die machen sie mich sonst nur meine Tempelanlagen kaputt. So. Alle bitte wieder an die Arbeit. Ja, du auch, ruhig. Und du auch. So. Ich könnte eine Walküre ausbilden. Oder am besten gleich 2, da ich ja genug Gunst habe und sie auch verbessern. Allwissenheit. Nein. Allwissenheit ist ein ziemlich unnötiges Upgrade. Vor allem, guckt euch den Preis an. 10.300 Gold. Dann würden wir halt alle Einheiten von Loki sehen können. Also alle Einheiten des Gegners. Ah, das kostet noch mehr Holz. Wisst ihr was? Bevor ihr weiter da oben rumholzt, wo ihr total fehl am Platz seid, ich hätte gerne ein bisschen mehr Holz für meine Bergfestung, dass ich hier noch ein bisschen besser abriegeln kann. Also ja, das Holz kommt. Wir dürften mal ganz kurz eine Atempause haben.
Das heißt, wir können jetzt in Ruhe hier eine Bergfestung errichten. Sodass die Bergfestung und das Dorfzentrum uns ein bisschen schützen. Ich könnte meine Frostriesen verbessern. Aber eigentlich sollte ich irgendwo hier zum Beispiel an der Schräge noch 5 Häuser errichten erstmal. Und vielleicht mal mein Holzabbau verbessern. Und meine Infanterie verstärken. Okay, Festung ist errichtet. Ich baue dahinter mal ein vorgeschobenes Langhaus. Nein, baue ich nicht, weil da kommt schon der nächste Angriff. Nein. Mythische Einheiten verschwindet. Nicht gegen die Hersen.